Und hiermit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Life is Strange True Colors. Hier können wir was benutzen. Brianna Lyric, Super Pyre Riot, Kings of Leon. Nehmen wir uns doch das mal an. Manchmal ist es schwer zu sagen, wo Gabe aufhört und ich beginne. Sein Job, seine Wohnung, sein Leben hier. Aber ich denke, den deutlichsten Übergang sehe ich in Steph und Ryan. Wenn wir alle zusammen sind, stelle ich mir vor, wie er an meiner Stelle da ist. Und ich werde zum Zuschauer dieses Lebens, das ich kaum kannte. Oder ich entscheide mich dafür, Gabe zu vergessen. Und so unwahrscheinlich es auch ist, zu akzeptieren, dass Steph und Ryan meine Freundschaft schätzen. Unabhängig von Gabe. Ich denke, ich weiß, was Gabe wollen würde. Habt ihr mal Duckys Geschenk dafür, dass ich seinen Whisky gefunden habe. Es ist ein einzigartiger Ausdruck der Dankbarkeit. So kann man es natürlich auch sehen. Ich wünschte, ich wäre Steffs Rat gefolgt. Max, vielen Dank für die Runde Kicker, ehrlich. Und es ist immer nur eine davon, Steph. Steph, ich werde dich umbringen. Alex, Seth sagte mir, dass du bereit wärst, an unserem nächsten Abend mit offenem Mikrofon zu spielen. Es würde die Stimmung auflockern und das Eis brechen. Klappt das für dich? Shit, okay. Seth, was hast du nur gemacht? Jetzt sind wir einen Schritt näher dran. Absolut nicht Firmen-Sabotage-Aufgabenliste herausfinden, was mit Diane los ist. Sie vielleicht lesen. Alex arbeitet daran. Öffentliche Aufzeichnungen verteilt für den Unfallbericht überprüfen. Ryan. Rechtliche Wege, eine Beschwerde gegen Typhon einzulegen. Ryan. Wie sich herausstellt, ist Gesellschaftsrecht kompliziert. Privatdetektiv kontaktieren. Steph. Alle drei sind irre teuer. Vergesst das. Andere Typhon-Städten in den USA in Ausland nachgucken. Ryan. Bergarbeiter in der Black Lantern ausspionieren. Alex. Willst du, dass ich gefeuert werde? Nein. Mit dem Dark Web einen Hacker finden. Steph. Konnte das Dark Web nicht durchsuchen? Eine Pause anlegen und Nightmare on Elm Street gucken. Erledigt, erledigt. Okay. Ein Einweihungsgeschenk von Eleanor. Sie meinte, Gabe hat diese kleinen Kerle geliebt, aber ohne Sonnenbrille. Das Leben in Haven wäre viel schlimmer ohne diese zwei Weirdos. Ist hier irgendwas, ne, sieht nicht so aus? Oh. Ich weiß nicht mal, ob ich das richtig mache, aber ich hatte das Gefühl, ich muss etwas tun. Ich habe Steph kein einziges Mal besiegt. Das muss bedeuten, dass ein Sieg überfällig ist, oder? Definitiv. Ich weiß, es ist Ethans Spiel, aber ich bin Stufe 73 und werde ganz bestimmt nicht aufhören. The Sword of Dust and Daylight. Das Schwert des Staubs und Tageslicht? Musikkram waren wir ja schon. Ich schaue mich noch mal kurz hier um. Gitarre ansehen. Meine bevorzugte Waffe. Fahrrad ansehen. Überlass es mir, Gabes Fahrrad bei der ersten Fahrt zu schrotten. Wenigstens hatte Ryan was zu lachen. Schublade ansehen. Ich krieg dich immer noch nicht auf. Irgendwo hier muss doch ein Schlüssel sein. Wow. Steph ist ein Rockstar, dass sie das zusammengestellt hat. Ethan wird ausflippen. Ich finde es ja lustig, dass das auf Deutsch ist. Ein Tag im Königreich von Kallens. Willkommen, Reisende. Heute besucht Thaenor den Monsterjäger.
das notleidende Stormburn, die Hauptstadt von Karns. Kann er die hungrige Monsterhürde töten und das Königreich retten? Lab-Grundlagen, ein Lab, Live Action Roleplaying ist ein Spiel, in dem Spieler ihre Charaktere durch Aktivitäten darstellen. Mit Kostümen und Requisiten für noch mehr Spaß. Sicherheitsregeln. Wir sind hier, um Spaß zu haben. Schlag nicht zu hart zu. Zielt auf Arme, Beine, Torso, hinten, Seiten, vorne. Vermeidet Hände, Füße, Nacken und Kopf. Spielt es aus. Wenn ihr getroffen werdet, lasst einen Grunzen hören und zeigt eure Verletzung. Danke für eure Hilfe. Es bedeutet mir viel. Steph. Dein Charakter. Name Alvin. Volk halb elf. Klasse Badestufe 1. Trefferpunkte 10. Name verstimmter Akkord. Effekt 1 Schaden. Magie. Name heilende Serenade. Plus 1 Gesundheit für dich und deine Verbündeten. Ergreifende Hymne. Verdoppelt Thanos nächsten Angriff. Seit der erschütternden Attacke auf das Songvari Amphitheater ist Orvin die Bardin eine treue Gefährtin von Thanor, dem Monsterjäger. Die zwei haben viele Prüfungen bestanden und folgten vor kurzem den Ruf nach Helden in der Stadt Stormborn. Dein Charakter, Thanor, Volk, Mensch, Klasse, Krieger, Stufe 1, Trefferpunkte 10. Name, Angriffe, Stich, 2 Schaden. Flammenklinge, 1 Schaden. Plus einem Feuerschaden über die nächsten 2 Runden. Magie, Schild des Mutes, beschützt Thanor vom nächsten Angriff. Hintergrund. Thanor, der Monsterjäger, ist der größte Held der Natterhalbinsel. Selbst das kleinste Kind weiß, dass er einmal mit bloßen Händen einen Talbär besiegte und einen Speer in die Brust eines fliegenden Gespenstes schleuderte. Dank Thanor unvergleichlicher Stärke werden ganze Städte von der Geiste der Dunkelheit befreit. Und das ist jetzt wieder alles auf Englisch. Oh, okay. Eine Schreckensratte schließt sich deiner Gruppe an. Mal gucken, was wir für Klamotten haben. Kätzchen. Schnauzer. Wir behalten das hier. Eine Schreckensratte schließt sich deiner Gruppe an. Ich wusste nicht, was ich sagen sollte, als Charlotte mir das gab. Wie reagiert man auf so ein perfektes Geschenk? Das ist doch Alex Tattoo. Sieht man das hier auf der Switch-Edition oder ist das hier auch so verpixelt? Sieht eher verpixelt aus. Kannst du nochmal deine Hand runter tun? Nee, ich komme nicht ganz runter. Ja, ein bisschen erkennen kann man das. Ich bin wirklich froh, dass mein Rat geholfen hat. Alex, vielen Dank für deinen Rat, diese Dokumente zu unterschreiben. Es hat uns wirklich viel bedeutet. Ich habe dir etwas gemacht, um meine Dankbarkeit zu zeigen. Ich hoffe, dass es dir gefällt. Es liebe Schar. So, dann nehmen wir schon mal unserem Fahrrad, genau, unsere Gitarre auf. Endlich mal ein Spiel, wo okay, es Sinn macht. Ich muss mir meine Mütze schnappen. Da waren einige echt süße Fotos von Gabe und Ethan drauf. Ich glaube, die Mütze war hier. Es gibt nur einen Weg, es herauszufinden. Wir öffnen die Truhe. Ha, da ist sie. Ach, guck mal, das ist ein Schlüssel. Ja, ich muss nicht wissen, wofür die war. Ich denke, ich weiß, wo du reinpasst. Halb Person, halb Kipplaster. Ich verstehe dich. Geheimes Bier. Noch eine von Gabes versteckten Dosen. Mann. Baden. Steph weiß immer, mit wenig Geld ein Lab veranstaltet. Hoffentlich gefällt es Ethan. Oh, scheiße. Die Feder muss von der Mütze abgefallen sein. Vielleicht ist sie hier irgendwo. Das hatte Gabe bei sich. Pike hat mir die vor ein paar Tagen vom Gerichtsmediziner vorbeigebracht. Ich habe mich bisher gedrückt, die durchzusehen.
Okay. No. Man kriegt den Jungen aus dem Jugendknast. Oh. Ein Streichholz übrig. Gib nicht auf. Ich weiß nicht warum, aber es muss etwas Besonderes für Gabe gewesen sein. Du musst wahrscheinlich damit aufhören zu rauchen, oder? Man weiß nie, wenn man ein Streichholz braucht. Ich gebe noch nicht auf, Gabe. Ich suche lieber nach der Feder. Was die Details angeht, ist Steph echt kleinlich. Okay, da unten ist die Feder, aber ich gehe jetzt erstmal zum Schrank. Freischalten, genau, freischalten. Wir schalten den Schrank frei. Das war bestimmt von Gabe. Scheiße, richtig stellen, Liste Alex finden. Besitzer des gestohlenen Chewies finden. Jetty rentenfreie Zeit zurückerstatten. Ernestos Walkman zurückgeben. An die Lawrence Jugendstrafanstalt spenden. Dich bei Vic entschuldigen. Neue Bon für Kevin. Dich bei Zoe entschuldigen. Dich diesmal wirklich bei Katja entschuldigen. Dich bei Irre entschuldigen und ihm sagen, dass dir seine Remixe gefallen. Die Liste ist echt lang, aber ich wette, er hätte alles abgehakt. Dich bei Oscar entschuldigen. Herrn Wallbeck für den Chiwi entschuldigen. Dich bei den Typen im Einkaufszentrum entschuldigen. Einen Dankesbrief an Lenny schreiben. Frau Franks einen Check für das zerbrochene Fenster schicken. Sie ist nach Maryland gezogen, finde sie. Frau Henry von der Buckman High School schreiben und ihr sagen, dass sie recht hatte. Papa vergeben. Wow, Gabe. Du findest immer noch Wege, mich aus der Bahn zu werfen, ha? Aber hier ist jetzt nichts. Ne? Lauf mal etwas schneller. Komm mal hier hoch. Nein, wir dürfen heute doch. Wir dürfen hochgehen. Mal gucken, ob oben irgendwas ist. Wir müssen uns ja nicht alles anschauen. Aber einfach mal gucken, ob da eine Erinnerung ist. Nur wer sich fleißig umschaut, findet alle Erinnerungen. Sag ich jetzt und am Ende des Kapitels haben wir eine der Erinnerungen. Der Garten sieht übel aus. Ist das jetzt gefixt oder ist das immer noch auf Englisch? Wie oft Gabe hier wohl high wurde und die angestarrt hat. Wird schon mehr als einmal gewesen sein. Oder täglich. Hier, leere Dosen ansehen. Ich habe seit Jahren nicht vor Leuten gespielt. Das war ein guter Abend. Bis jetzt ist Ryan eigentlich der Einzige, der das benutzt. Vielleicht sollte ich es ihm einfach schenken. Hier sind aber sehr viele leere Dosen. Hier, du. Aber hier scheint keine Erinnerung zu sein. Nope. Du brauchst ziemlich viel Hilfe, oder? Dann jeden wir doch mal. Wie, das wird Konsequenzen haben. Viel besser. Niedlicher Vogel. Hör mal, Alter, wenn du hier leben möchtest, musst du dein eigenes Geschirr spülen. Vielleicht kann ich dich etwas zurechtmachen.
Es tut mir leid, wir hätten das nicht jäten dürfen. Das sieht jedenfalls schon mal viel besser aus. Tja, zumindest besser als nichts. Muss ich halt hier dürfen wir dann auch jäten? Nein? Okay. Dann gehen wir doch wieder runter. So, die Feder war doch hier unten, ne? Genau. Diese Feder trennt die Straßenmusiker von den Barden. Na, dann machen wir doch mal wieder die Verbindung wieder her, ne? Alex, die Bardin. Okay. Ich such mal lieber gleich nach Ethan. SOS, nicht sicher, ob das Lab stattfinden wird. Ethan ist nicht interessiert. Scheiße klingt, als hole sein Vater ihn in ein paar Stunden ab. Scheiß Leben. Ideen? Lass mich versuchen, mit ihm zu reden. Bin gleich da, Heldin. Nein, nein, du hast Interesse. Du hast Interesse. Eines Tages höre ich auf, ein Gammler zu sein. Aber für den Moment bin ich einfach nur dankbar. Alex, ich weiß, dein Angebot, Miete zu zahlen, zu schätzen. Nimm dir ein paar Monate, um dein Spaß reinzufüllen. Dann können wir reden. Jetzt. Lass mich raten, wir hätten den Fisch füttern können, ne? Wo ist denn Ethan? Das hätte uns Steff vielleicht sagen können. Vielleicht ist es gut, dass wir auch den Namen Elvin genommen haben. Ich habe übrigens gestern probiert mit dem Schneiden, also Programm erkennt es, aber irgendwie funktioniert der Schnitt nicht. Es hängt sich immer auf, deswegen muss ich gucken, wie ich das mache. Dann muss ich wohl ein paar Aufnahmesessionen machen. Und OBS immer wieder neu starten. Weil nach einer Zeit habe ich immer so Audio-Delay auf den Kopfhörern, aber nur auf den Kopfhörern. Ich brauch von dir jetzt keine Aufmunterung oder so. Okay. Vielleicht war das jetzt nicht die subtilste Idee, aber... Für Gabe? Gabe hat sich so auf das Lab mit dir gefreut. Ich wette, er würde wollen, dass du mitmachst. Ich will ja auch mitmachen. Es ist nur... Alle arbeiten so hart. Und wenn ich nicht glücklich bin, sind alle enttäuscht. Muss komisch sein, dass ein paar Erwachsene dich dazu drängen wollen, ein Kostüm anzuziehen und so zu tun, als hättest du Spaß dabei. Ja, ganz besonders meine Mom. Sie guckt die ganze Zeit so...
traurig. Weil ich so traurig bin. Aber ich kann nicht einfach so tun. Ich dachte, bei dieser ganzen Sache hier geht es darum, so zu tun. So zu tun, als seist du jemand anderes, nur für eine Weile. Ja. Das Verrückte an der Sache ist, manchmal kann so zu tun, als hättest du Spaß, dich dazu bringen, tatsächlich Spaß zu haben. Ein Versuch kann nicht schaden. Okay. Das soll funktionieren. Das ist die Hauptsache. Aber ich mache es nicht allein. Du musst mir helfen. Natürlich. Fëanor, der Monsterjäger. Dem Himmel sei für eure Ankunft gedankt. Ich bin auf der Suche nach einem großen Helden. Könntet ihr das sein? Erzählt doch von euren Heldentaten. Da gibt es so einige. Vielleicht kann meine Bardin ja etwas über mich singen. Oh, sicher. Nimm mal Ogerhorden. Das klingt sich das sicher. Eine Horde von Ogern. Gefährlich und groß. Doch Fëanor vertrieb sie mit nur einem Stoß. Meine Güte. Ihr müsst also die Bardin Elwyn sein, deren Lieder magische Kräfte haben. Mir scheint, als wäret ihr genau die Helden, die ich brauche. Mein Name ist König Tabor. Das Zeitalter der Monster kam über mein Königreich. Furchtbare Kreaturen wandeln umher und mein Volk lebt in ständiger Angst. Aber es gibt noch Hoffnung. Denn eine uralte Prophezeiung besagt, dass drei Seelenjuwelen uns alle retten können. Ihr müsst losziehen, um sie zu suchen. Dabei den Gefahren trotzen und mir die Juwelen bringen. Habt ihr verstanden? Klar. Ja. Gut, dann zieht los. Sofort. Mein Volk verlässt sich auf euch. Sollen wir mit der Hauptstraße anfangen? Okay. Zeit, ein paar Juwelen zu finden. Erinnerung, wir haben geöffnet. Wir wissen, dass viele von euch im Vorfeld des Frühlingsfestes florale Bedürfnisse haben. Also werden wir trotz des Events auf der Hauptstraße bis 17 Uhr geöffnet haben. Achtung, Monsterjäger, dies scheint das Resultat eines irrdimensionalen Risses zu sein, der eine Floristin aus einem anderen Universum in unsere Welt gebracht hat. Das Elster-Imperium wird dies untersuchen. Ich bin froh, dass du Spaß hast, Liebling. Das Elster-Emporium erschien in der Nacht und verwandelte einen leeren Laden in einen gut bestückten Zauberladen. Sterbliche Einwohner werden ermutigt, vorbeizuschauen und unsere Waren in Augenschein zu nehmen. Also, du bist wirklich Alwyn? Erkennst du mich etwa nicht? Oh, ja, natürlich. Es ist lange her, seit Carneris. Genau. Das waren gute Zeiten, ha? Huh? Abgesehen von den Spinnen. Ja. Alex hat das echt toll gemacht. Gabe wäre stolz gewesen. Danke, Jed. Oh, dann schaue ich mich mal hier überall um. Wo sollen wir nur danach suchen? Ich denke, das wissen wir nicht. Es ist ein echtes Abenteuer. Oh.
Wo müssen wir lang? Wo müssen wir lang? Also ich glaube, hier ist schon mal nicht. Nee. Was glaubst du, wofür die Juwelen sind? Magisches Ritual? Vielleicht eine Art magisches Ritual, das das Königreich beschützt. Kennt sich König Tabor mit Magie aus? Wir werden es wohl herausfinden. Hier sind wir schon mal lang gelaufen, ne? Hier war ja nichts. Okay. Fühlt sich so eine echte Quest an? Die Juwelen könnten überall sein. Hast du Tipps? Nein. Okay. Oh, sorry. Ah, eine Schriftrolle. Ist das eine Schriftrolle? Schriftrolle der Heilung. Heilt Gesundheit für dich und deine Verbündete komplett. Entfernt alle negative Statuseffekte, Giftverlängerung etc. Kann nur einmal eingesetzt werden. Was ist das? Es ist eine magische Schriftrolle, die wir in Kämpfen einsetzen können. Oh, cool. Lass uns so viele wie möglich finden. Dann laufen wir mal hier kurz lang. Münze. Wow, ziemlich schwer zu sehen im Gras. Was hast du gefunden? Eine Goldmünze. Glaubst du, es gibt mehr davon? Ich weiß nicht. Sehen wir uns weiter um. Ich sehe schon, hier werde ich Probleme haben, die Erinnerung zu finden. Ein Wolf. Okay. Es ist ein Wolf. Ein Schreckenswolf. Scheiße, was machen wir jetzt? Ich glaube, wir müssen kämpfen. Okay, das gefällt mir. Alex. Magie. Eine schnelle ergreifende Hünde. Na, warte eben. Dann Angriff. Verstimmter Akkord. Verstimmter Akkord. Ein Schaden. Ethan. Magie. Angriff. Flammenklinge. Flammenklinge! Ein Schaden und du stehst für die nächsten zwei Runden in Flammen. Zwei Schaden. Ich meine immer noch. So. Angriff. Verstimmter Akkord. Ein Schaden. Und Stich. Zwei Schaden. Leute! Oh, cool! Ich habe einen magischen Angriff! Ein Schaden für Verbündete? Ich bin lieber nett zu Thanor. Neue Fertigkeit erlernt. Klasse Krieger. Fertigkeit Feuerwille. Art Magie. Effekt 3 Schaden für Gegner plus 1 Schaden für Verbündeten. Kann nur einmal pro Kampf eingesetzt werden. Komm, wir gehen weiter. Was denkst du, wofür der Schlüssel ist? Vielleicht kann man damit etwas in einem dieser Läden öffnen. Das macht wirklich richtig Spaß. Voll, oder? Ärgern. Wie können wir sicher sein, dass er tot ist? Sollen wir ihn kitzeln? Hör auf. Bleib ernst. Ein Dollar. Hm. Hat Ethan das fallen lassen?
Ich habe schon mal einen Überschlag gemacht. Niemals. Beweis es. Du kriegst einen Dollar, wenn du es schaffst. Das habe ich. Ich muss es nicht beweisen. Ich sag Mama, dass du mich ein Lügner genannt hast. Ach ja? Mach's doch, wenn du dich traust. So, und dann hatten wir ja noch eine SMS, ne? Schreckenwolf. Au! Oh nein, mir kam es mit deiner Schlange auch noch zu tun. Ich sollte bei Riley vorbeischauen und ihr persönlich danken. Hey, ich habe Ryan gefragt, wofür dieser USB-Stick ist. Er war vage für meine eigene Sicherheit. Oh, keine Sorge, ich tue mein Bestes, um euch Zugriff zu verschaffen. Oh mein Gott, keine Garantie. Kommt drauf an, wie gut das Passwort ist. Vielen Dank, dass du es überhaupt versuchst. Wir waren uns nicht sicher, ob du das tun würdest. Du verdienst die Wahrheit. Helfen versteckt offensichtlich was. Mac hat immer noch Todesangst vor ihnen. Ich bin jedenfalls im Laden, falls du irgendwas brauchst. Ich weiß es wirklich zu schätzen. Finde den Seelensaphir, finde den Seelenrubin. Sie im Blumenladen rein. Okay. Wir sollten erst zurück, wenn wir alle drei Juwelen gefunden haben. Okay. Ich weiß, wir müssen hier lang. Ist hier unten vielleicht noch was? Nope. Ich denke mal, ihr wundert euch, warum ich mich hier überall umschaue, aber lieber suchen wir jetzt die Erinnerungen, anstatt dass wir es nachholen müssen. Oh, ist jetzt nicht gerade wirklich klein, ne? Für sich, für dich. Sieh an, wen haben wir denn da? Taynor, der Monsterjäger. Und meine Badin. Und was hast du vor, Taynor? Ich rette eure Leben. Hier draußen gibt's Monster. Orks, Minotauren und andere. Seid wachsam. Klingt gefährlich. Wie wär's mit einem Drachen? Mit einem Schatz aus Süßigkeiten, Schokomünzen, Zuckerperlen, Fruchtgummijuwelen. Ja, das gefällt mir. Pfefferminz Schokochip für den Drachen. Mit Feuerzimt-Süßigkeiten obendrauf. Oh. Ein Feuerwerk großartiger Ideen. Jetzt habe ich voll Bock drauf. Ich wette, die können wir einsetzen. Schriftrolle der Heilung. Heilt Gesundheit für dich und deine Verbündeten komplett. Entfernt alle negativen Statuseffekte. Kann nur einmal eingesetzt werden. Eine okay, davon haben wir jetzt zwei. Ja. Dann haben wir jetzt zwei davon. Ich dachte, ich bringe dir bei, wie man wirft. Hey, hey! Was läuft denn hier? Zu beschäftigt zum Reden. Tut mir leid. Hau sie um! Typ mit Brille. Sieht aus, als sei die Black Lantern Teil des Labs. Gott sei Dank, Ethan ist wieder ganz der Alte. Was für ein toller Junge. Ethan liegt wirklich vielen Leuten am Herzen. Eine Terminkarte. Blut, oh oh. Wow. Was hat es damit auf sich? Du hast da wohl was fallen lassen, Diane. Ich konnte einfach nicht schlafen. Immer, wenn ich meine Augen zumache, schießen mir all diese Gedanken in den Kopf. Diese Schuldgefühle. Also liege ich einfach nur da, Beine. Ich komme mir vor wie ein schlechter Mensch. Sie sprachen von Reue. Könnten Sie das näher erläutern? Was genau bereuen Sie? Ich weiß nicht.
Ich bin mir im Moment bei nichts mehr sicher. Ich würde liebend gern in einem Laden namens Die Durstige Möwe arbeiten. Gut, mein Timer hat aber geläutet. Ich denke mal, wir schauen uns hier nochmal kurz hier um, ob hier noch irgendwas ist. Und dann gehen wir in diese Möwe rein, ne? Oh, hier ist noch eine Schriftrolle. Schriftrolle des Vorteils. Du und deine Verbündeten erhalten einen Extrazug. Kann nur einmal eingesetzt werden. Hab eine weitere Schriftrolle. Cool. Ein Narr. Sieht aus, als sei die Black Lantern Teil des Labs. Ich kenne diesen Typen. Er ist einer von Steffs Mitarbeitern. Ich kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal so viel Spaß hatte. Damit wären wir schon zu zweit. Ein Rätsel. Hey. Wie lautet das Rätsel? Es soll drei von ihnen geben. Helden, längst tot. Geformt zu Seelenjuwelen. Blau, violett und rot. Wie lauten die Namen? Fürchtet der Täuschung Not. Woher sollen wir das denn wissen? Sehen wir uns doch mal nach Hinweisen um. Gut, aber ich sage jetzt an dieser Stelle Dankeschön fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal bei Life is Strange, True Colors. Bis dahin. Willst du einen Blick reinwerfen? Ja. Lass uns reingehen. Bis dahin. Tüdelü.